So, Leute, nach dem Spiel gegen Werder Bremen fangen wir mal wie folgt an. Das Normale, wir gewinnen. Das ist mittlerweile normal. Das Gute, wir gewinnen 5-1. Das Schlechte, Jürgen Draxler holt sich vollkommen unnötigerweise eine rote Karte ab. Eine glattrote Karte wegen rüden Foulspiels von hinten in die Beine von Theodor Gebrselassie. Für 2 Spiele wird er wohl anscheinend gesperrt werden. Ja, das wird dann auch reichen, aber trotzdem wird das nur interne Konsequenzen haben für Jürgen Draxler. Hoffe ich, dass es hier angezeigt wird wegen Geldstrafe und so. Das war wirklich vollkommen idiotisch von ihm. Ich denke, das wird er auch, glaube ich, selber wissen. Trotzdem wird er da pro forma halber noch eine Geldstrafe zahlen müssen, glaube ich. Das war nämlich total unnötig. Bei den Spielstand, da braucht man den nicht hinten in die Beine fahren. Mein Gott, dann lässt man den laufen, dann fällt halt noch das 2-5. Ist auch scheißegal. Aber, nee, gut, das war okay. Sollen wir uns eher freuen, dass wir 5-1 gewonnen haben. 4 verschiedene Torvorleger. Garic, Kirchhoff, selbst mit dem Tor sogar. Note 1,5 für ihn. Stärke 83 jetzt. Oh. Draxler, wie gesagt, haben wir genug drüber gesprochen. Goretzka mal wieder mit dem Torvorlage. Wie viele Torvorlagen hat er ja schon geleistet in dieser Saison? 8 Torvorlagen bereits, meine Güte. In 17 Einsätzen. Oh, Kevin Prince Boateng mit dem Tor und einer Vorlage. Der wird auch immer geiler da auf der offensiven Position. Das ist dies viel, viel gemacht, glaube ich. Da kommt Renato Augusto leider auch nicht mehr ran. Hüntelaar mit Note 1, Stärke 90. Sein 100. Tor haben wir jetzt nur letztens verpasst, ne? Das wollte ich eigentlich gerne noch feiern mit ihm, aber na gut. 100 Tore für den FC Schalke 04. Klaas-Jan Hüntelaar, 102 jetzt insgesamt. In 141 Einsätzen. Liga. Also alles auf Ligaspiele gezählt, ne? Nicht auf Pflichtspiele. 141 Bundesligaspiele, 102 Tore für Schalke. Das ist echt überragend von Klaas-Jan Hüntelaar. So, Atsuhide Uchida. Ja, wie war Garic eigentlich drauf? Welche Note? Note 3,5. Trotz Vorlage. Uchida war ein bisschen besser. Gucken mal, ob es hier stärker auf Garic wird weiterhin spielen. Augusto Note 3,5. Ja, was? Der kann momentan am wenigsten mal. Der ist die ärmste Sau da. Kann eine gute Form haben, aber er kommt einfach nicht rein ins Team. Und Philipp Hofmann, ja, da hat selbst ein Olic jetzt bessere Leistung gezeigt. Der gute Ibiza hat jetzt noch eine Stärke 70 im Sturm mit 35 nochmal. Sein erstes Tor im 3. Einsatz für Schalke. Aber Philipp Hofmann wird natürlich eher wieder rangelassen. Das war heute mal eine Ausnahme, dass Olic spielen durfte. Statistiken, ich denke, da gibt es keine 2 Meinungen, aber Bremen natürlich auch mit guten Chancen. Haben wir richtig gut mit Pressing angefangen. Bis dann in 10 Minuten war alles vorbei. Dann eine 14 Minuten gleich nachgelegt und in der 18. noch eins. Also, Tennis wäre natürlich tot gewesen. Dann in der 40. Minute noch das 4:0. Der, also, ja, 60% Ballbesitz ist üblicherweise für uns. Schauen wir auf die Ergebnisse der anderen. Und jawohl, wir haben jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Wir haben Punkte gut gemacht. Hannover hat verloren. Dortmund schlägt Stuttgart erstmal mit 3:1. Kommt damit ein bisschen dichter an die direkten Champions League Quali-Ränge ran. Der HSV schlägt Hannover 1:0 im kleinen Nordderby. Und das war natürlich der dicke Patzer von Hannover. Damit hat der HSV auch noch ein paar Außenseiterchancen, vielleicht Europa League reinzukommen. Wenn sie so weitermachen, natürlich. Der erste FC Nürnberg schlägt Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Wunderbar. Kommen sie da unten? Ja, sie bleiben auf jeden Fall erstmal dran hier an den Relegationsrang und vor allem an den Nicht-Abstiegsplatz. Schalke schlägt Werder Bremen 5:1. Mainz gegen Wolfsburg 1:0. Guck an, die Mainzer rütteln sich auch ein bisschen raus da unten. Ein paar Punkte sammeln für die Klassenerhalt. Leverkusen nur mit 0:0 gegen Hoffenheim. So kann man dann auch nicht wieder auf die Champions League-Ringe angreifen. Eintracht Frankfurt-Lautern 2:0. Bayern schlägt Fürth erwartungsgemäß 3:1. Und ja, Freiburg schlägt den 1. FC Köln mit 2:1. Also die Kölner haben gegen uns eine sehr gute Leistung gezeigt. Hätten selber Führung gehen können. So bleiben sie jetzt weiter unten drin stecken. Und wir, ja, wie gesagt, weiterhin ungeschlagen. 21 Spielen, 18 Siege, 3 Unentschieden, 65 Tore geschossen, 14 Gegentore nur kassiert. Und weiterhin die beste Abwehr der Liga. Stimmen zum Spieltag. Was sagt denn Johannes Frost, Trainer von Werder Bremen? Es macht Spaß, denen zuzugucken, es sei denn, man ist der Gegner. Die sind vollgeblasen von schon unmenschlichem Selbstbewusstsein. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, der Grund auch, ne? Weil wir ein Team sind, weil wir vollgeblasen sind mit unbeschreiblichem Selbstvertrauen. Und menschlich, Entschuldigung. Und steht ein hartes Programm ins Gesicht. Jo. Die Bayern kommen bald. So, 3 Mann in der Elf des Tages von uns. Klaas-Jan Hüntelaar, Jan Kirchhoff und Benedikt Höwedes, der sich auch so langsam richtig wieder als Stammspieler bewährt hier bei unseren Schalkern. Freut mich für ihn. Sergio Escudero, Ex-Schalker. Spielt, ja, beim 1. Immer. Stamm. Aber wo groß entwickelt hat, sich auch nicht, ne? Das ist natürlich auch traurig. Er spielt in diesem Jahr 32, letztes Jahr davor 0. Das war bei uns, glaube ich, die erste Saison. So, Danny da Costa.
Nichts hinter. Der ist gut. Nicht schlecht, der Junge. Tim Wiese. Ach, der kommt. Ach, den dürfen wir nächste Woche die Hütte voll schenken. Jawoll. Ist ja herrlich. Tim Wiese dürfen wir im nächsten Spiel die Hütte voll schenken. Super, so, beste Spieler. Höntela wieder die Torschussliste erobert, zusammen mit Emanuel Emeneke. Gut, Füllkrug hätte nicht treffen dürfen, das war natürlich nicht gut für Höntela. Notenbeste Spieler sehe ich nur Schalker. Ich sehe nur Blau. Das gibt's ja gar nicht, ey. Aber notenbeste Spieler ist natürlich Jürgen Draxler. Weiß nicht, warum die da auf Leon Goretzka kamen. Michael Turner? Auch könnten. Doch, der ist nicht so schlimm. Der ist nicht gut. Gut, schauen wir weiter. So, endlich Licht. Der erste Kaiserslautern hat zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze verlassen. Aber haben die nicht verloren? Irgendwas habe ich da nicht richtig gecheckt, glaube ich. Na gut, führen wir nach Hoffenheim. Und die zweite gewinnt 6:0 gegen Speldorf. Bochumer sind zufrieden. 47 Punkte nach 41 Spieltagen. Ja, wir sind auch zufrieden. 57 Punkte nach 21 Spieltagen. So, Rhein-Neckar-Arena. Tim Wiese dürfen wir dir die Hucke vollhauen. Da freue ich mich richtig drauf. Timo Werner zählt 2 Tore, super. So, Olic ist das Ligator. Können wir gleich mal gratulieren zu. Wird sie gut für dein Alter. Ganz gut trainiert. Dann Spieler das sagen. So, Draxler vom Sportgericht verurteilt. Letzte Weiß den grünen Faulschuss, zwei Spiele. Ja, akzeptieren wir. Daniel Berger zählt 2 Tore. Hinweis auf so eine Klausel für Auflaufprämie für Timo Werner. Er zählt 2 Tore, wunderbar. 600, schauen wir mal den Spielbericht an. So, Belga mit 2 Toren, Werner mit 2 Toren. Zidane mit 2 Torvorlagen. Ditke mit einer Torvorlage. Berko mit einem Tor. Holzinger mit einem Tor. Also, Mo ist er gesperrt. Ach, die spielen jetzt doch nicht mit 2 Stürmern, sondern mit Holzinger im offensiven Mittelfeld. Und Enzo Zidane im Zentralmittelfeld, wo ich das auch nicht so berauschend finde. Obwohl, wenn er sich das mal eingespielt hat, ich gucke mir das gleich nochmal besser an. Auf jeden Fall Benjamin Kern mit unter 1. Stärke 66 im rechten Mittelfeld, spielrechter Verteidiger, ja. Jawohl, die Abwehr ist zumindest so, wie sie sein soll. Nils Zander spielt auch linker Verteidiger jetzt, wo wie es soll. Wird jetzt quasi umgeschult. Johannes Brinkis. Na, reicht doch aus. Neuer Nummer 1 in der zweiten Mannschaft. Martin Ross wurde eingewechselt. Koya Pusch auch noch eingewechselt worden. Ja, wird auch verliehen werden, denke ich mal, nächste Saison. Mal gucken, wo uns das hin verschlägt. Da denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, einige gute Talente aus der zweiten Mannschaft mitzunehmen. Sollten wir zu einem niedrigeren Verein gehen. Mannschaft der Woche, Höwe des Kirchhoff Hünteler. Sponsor bezahlt Siegprämie. 32.000 Euro. Wir mal gucken hier, Karriereoption, was so läuft. Weil es sieht ja so danach aus, dass wir Meister werden, und dann möchte ich schon gerne, scheißegal, ob wir Champions League verteidigen, das ist ja auch noch dabei, würde ich ja gerne woanders noch hingehen. In Birmingham City, wo spielen die denn gerade? Erste Liga? Ja, die spielen Premier League. Haben zwar keine überragenden Spieler. Blackpool, keine Probleme. Die stehen momentan, Blackpool, wo stehen die? 19. Die haben keine Probleme, sagen sie. Naja, gut. Wenn natürlich erste Liga ist, denn schon, ne? Düsseldorf, ja, wie gesagt. Und zweite Liga, dann würde ich einige aus der zweiten Mannschaft von Schalke mitnehmen. Und das ist der akzeptable Liebe, ja, zweite. Weitere Vereine beobachten. Gucken wir mal nach Liverpool. Achso, die sind ja drin. Achso, stimmt ja. Tottenham, Liverpool haben wir da drin. Was haben wir noch? Chelsea, Newcastle würde ich auch noch ganz gut finden. Ansonsten Fulham, Stoke, Swansea, Reading, ne. Frankreich, Deutschland, Italien. Bis da vielleicht irgendwas Interessantes. Juventus Turin müsste nicht. Sie gibt es einen mit einer tiefen Krise. AS Rom mit einer tiefen Krise. Die können wir vielleicht noch weiter beobachten. AS Rom. Ansonsten gibt es sonst noch welche mit Krise? Ne, die haben wir alle so drin. Also, die lassen wir so drin. Wenn, dann entscheiden wir das spontan nach der Meisterschaft, dann sozusagen. So. Es geht gegen die Hoffenheimer. Gut, dann werden wir mal gleich loslegen, sonst wird die Folge wieder überlänge hier.
Ja, das würde euch ja gefallen, wenn die Folgen überlänger haben, ich weiß, aber nee. Ich habe ja nicht so überragend mäßig Zeit, dass ich aufnehmen kann, so viel, und deswegen muss ich mir halt die Mindestmaße an 20 Minuten meistens, Viertelstunde, 20 Minuten reinhauen hier. I can't believe this. Bom, bom, yo, es geht gegen die Hoffenheim, aber wir dürfen Tim Wiese die Hucke vollhauen. Ja, bin mal gespannt, was das wird. Gut, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, warum die Aufrufzahlen in den letzten Wochen so ein bisschen runtergingen. Ist sehr langweilig mit Schalke zurzeit, ne, ich weiß. Aber Dorado bleibt bei seinem Verein, schade. Krajewski lehnt schon wieder Angebot ab. Alter, was ist das für eine geldgeile, was ist das für ein geldgeiler Wichser, Alter. Entschuldigung, aber boah, ey. Er hat die Aussicht darauf, auf jeden Fall dauerhaft erste Mannschaft zu spielen. Wir sind Hoffe, 1899 Hoffenheim. Wir kämpfen, siegen, geben niemals auf. Super Hoffe TSG. Und hier ist sie, die Mannschaftsaufstellung. Die wollen wir gar nicht hören, die Aufstellung. So, was hatte Barney letztens gesagt? Das einzig Gute an Hoffenheim ist die Hymne. Kann ich mir zustimmen. Das ist eigentlich akzeptabel vielleicht sogar noch. So, wir Schalker haben gegen Hoffenheim meistens verloren. Und ja, also da lief es noch nicht so wirklich zusammen. Insgesamt gegen Hoffenheim. Wird Zeit, dass wir die Serie mal aufbessern und da den nächsten Sieg holen, ne? Gegen TSG Hoffenheim. So, Draxler ist gesperrt. Dafür kehrt Isco in die Startelf zurück. Und Goretzka auf die linke Seite. Für Draxler rückt dann natürlich Niklas Bendtner wieder in den Kader. So, Krajewski. Würde ich gerne nochmal neu fahren. Dann will er, ne, ey, das ist ein geiler Hund, ey. So, Clemens kommt natürlich auch, sollte natürlich auch gerne mal wieder in den Kader kommen. Hofmann, Bendtner. Hofmann wird spielen für Olic. So, Garic, Uschida. Garic bleibt da. Alles gut gemacht letzter Zeit. Ansonsten alles so, wie es sein soll. Rakowski rein. Ne, wir lassen Morage drin. Krajewski oder. Ne, die bleiben auch draußen. Clemens wird leider auch draußen. Da sind wir leider überbesetzt auf den Flügeln zurzeit. So, Dorado Leipzig im Verein haben wir gelesen. Scouting abgeschlossen. Martin Ross zurück in die Jugendmannschaft. Krajewski lehnt Vertrag wohl ab. Nicht die Affenvertrag, die ich mir mal in meiner Station. Für meine erste Station vorgestellt habe, da muss mehr kommen. In meiner ersten Profistation möchte ich gerne 5 Millionen Euro pro Jahr verdienen, möchte eine Stammplatzgarantie haben, möchte eine Sondereinsatzprämie haben für zu Null Spiele, eine Sonderprämie für Tore und natürlich eine fette Meisterschaftsprämie von 5 Millionen, also das, sonst unterschreibe ich hier nicht. Blöd, Mann, verpiss dich. Brauchst gar nicht mehr antanzen im ersten Mannschaftskader, da holen wir uns halt einen anderen hoch als Ersatzverteidiger. Max Dittgen verletzt, fällt 3 Wochen aus, Schlüsselbeinbruch. Der arme Max Dittgen. Peter Sewinski, so, können wir den guten Krajewski dann gleich mal hier nach Hause schicken? Ne, das wollen wir natürlich nicht, dafür sind sie zu gut. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Hoffnung, aber momentan holen wir uns dann eher einen anderen Jugendspieler hoch. Einen anderen Innenverteidiger, obwohl wir da gar keinen mehr haben. B-Jugend, doch, hier haben wir noch einen. Philipp Radomski, obwohl der noch ein bisschen zu schwach ist, Krajewski besser aufgehoben für zweite Mannschaft vielleicht. Zander wäre höchstens eine Möglichkeit, aber der ist ja linker Verteidiger dort. Oder kann Thomas Kerner da auch spielen in der zweiten Mannschaft? Ja, wenn er eingespielt wäre, könnte er da auch spielen. Also, das wäre schon mal. Oder Saba natürlich, ne? Was hat der für eine Stammstärke eigentlich? Zander 66, Saba genauso. 22 Jahre jung, der gute Saba. 1,90 groß. Sondern holen wir den guten Saba hoch in die zweite. So, hier müssen wir noch was ändern. So. Zidane offensives Mittelfeld. Belger defensiv. Den schulen wir um zum Sechser jetzt hier, zum klaren Sechser. Bergo, so, jetzt spielen die auch. Ja, Dings, wie heißt das? Raute. So, Holzinger. Muss aufgestellt werden, ist raus. Position nehmen wir auch raus, deswegen kann er überall spielen jetzt. Zidane haben wir drin, muss aufgestellt werden. OM, genau. So, Belgier, stimmt, machen wir jetzt. DM. So, Martin Ross, den können wir vielleicht nochmal einen Vertrag geben für die erste. Zweite natürlich. Das ist natürlich auch ein guter, Angebot unterbreiten.
So. Aber Berko soll ja spielen, ne? Ist ja auch, steht auch drin, ne? Jawohl. Der soll spielen, deswegen haben wir ihn auch geholt, dass er immer spielt. Sondern ich glaube, die Folge kriegt ein bisschen Überlänge wieder, aber ist ja egal. Und Timo Werner ist klar, der ist ja der Rückkehrer hier in der zweiten mit wie vielen? 18 Jahren. Meine Güte. 25 Spiele, 17 Tore. So, Pollard kam, Push, Dance. Mario Fernandes, Thomas Kerner. Ja, mal schauen, ne? So, oder doch lieber jetzt Zander nachher hochholen. Ich glaube, er wird holen Zander hoch. Obwohl mit 1,82 nicht gut, der Top-Innenverteidiger. Ist ja egal. Wir haben erstmal da keine die geringsten Probleme. So, dann geht's ab in den Textmodus, Leute. Bis dann. So, wir treffen also auf den Tabellen 14. der Bundesliga. Ich bin total sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Ganz besonders herzlich begrüßen wir TSG Hoffenheim mit Tim Wiese. Tor. Der kriegt heute die Hocke voll, hoffentlich. So, erstmal die erste Ecke hat aber Hoffenheim. Bravheit in der ersten Minute. Hier kommt allerdings viel zu kurz und die erste Chance für Schalke in der vierten Minute. Oh, Tim Wiese. Hält das Ding, Tim Wiese. Erste dicke Chance für Schalke. Steve Rice schickt Hünte da steil. Der alleine durch ist und auf Keeper Wiese zuläuft. Doch hier, er vergibt die riesige Möglichkeit, scheitert am Hoffenheim-Torhüter. Ein früher Treffer würde die Aufgabe hier natürlich sehr erleichtern. Aber jetzt kommt erstmal Hoffenheim. Und Hoffenheim geht in Führung. Was ist hier los? Erin Derdiok. Der nickt eine Flanke von Nolic Musona ein. Moraes sieht da ganz alt aus. Bleibt einfach auf der Linie kleben. Hoffenheim führt 15 Minuten. Schalke mit der versuchten Antwort. Derdiok. So, Büttner legt Hüntelaar per Kopf in. Legt Hüntelaar per Kopf in die Mitte ab. Ich weiß nicht. Klares Foul zu Limit und Isco im Strafraum. Schiri lässt aus unerfindlichen Gründen nichts gesehen haben. Spiel auf weiter, gibt's ja gar nicht. Elfmeter klarer wieder für uns. Ecke von links Isco. Der Pierre Kahn, Kirchhoff dran, muss man Köpfen hindern. Oh, oh, oh. Jetzt gibt's natürlich Unruhe hier. Kein Elfmeter für uns. Hoffenheim mit der 1-0 Führung. Schalke jetzt mit der Schau. Ah, jawoll! Das ist 1-1. Kevin Prince Boateng. Also der trifft jetzt ohne Ende da auf der Position. Goretzka schickt Büttner rechts auf die Reise. Was, rechts? Büttner? Mensur Muija lässt sich da ausspielen. Büttner flankt aus vollem Lauf, sodass Boateng frei am langen Pfosten im Flug den Ball einschießen kann. Hammergeile Aktion von Boateng. Nächste Chance, Hoffenheim. Vielleicht hätte sich Kevin wie bevor nochmal die Absetzringe angesehen. Dann wird stand deutlich vor der Absetzringe. Nächste Chance, Schalke. Boateng Fuß aus größerer Distanz. Doch Wiese pariert und klärt zur Ecke. Die kommt natürlich vor. Die Ecken sind Sachen von Isco natürlich. Er schaut lange nach den besten Anspielstationen, bringt die Kugel hoch hinein, aber Mathieu Delpere köpft immer wieder weit aus der Gefahrenzone. 1-1 zur Pause. Also doch nicht so ein klares Spiel wie das Hinspiel in der Feldnitz Arena, wo wir ja 7 oder 6-0, glaube ich, gewannen. So, Moral stehen wir uns natürlich ein bisschen motivieren. Das war natürlich gar nicht. Das wäre natürlich das Ding für Rokowski. Haltet euch an die Vorgaben, dann fahren wir einen Sieg ein, Leute. Rokowski, moralisch motivieren. Büttner loben, sauberer Einsatz, rackt die Flügel. Boateng loben, super Tor. Kirchhoff motivieren wir noch. Goretzka, gut. Und Price mit der Massage. Hofmann Massage. Und Büttner. Und dann geht's ab, zweite Halbzeit, alle warm machen. Auch Rakowski, der mit der moralischen ein bisschen Druck kriegt. Und jetzt 52. Schalke, schöne Kombination. Der Ball kommt über gefühlte 53 Stationen zu Hünte, leider den Ball aus 11 Metern am Tor von Wiese vorbeischiebt. Schade. Freischuss Isco. Auf 26 Metern schießt er aber übers Hoffenheimer Tor. Bisher kamen 57% der Angriffe des FC Schalke nur über die rechte Seite. Oha. Ausverkaufte Rhein-Neckar-Arena haben sie. Und die nächste Chance für Hoffenheim, 61. Minute. Und das Tor für Hoffenheim. Was denn hier los? Schon wieder Erin Derdiok. Vorlage Kevin Volland. Voller mit einem schönen Pass in die Spitze. Price und Höwe des Spielen. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und der, der kommt zum Schuss, trifft genau unten links ins Eck. Leute, so geht das aber nicht gegen Hoffenheim. Boah, wir können jetzt mal rechts spielen. Beziehungsweise links. Ist gut da drin. Wie bringt er denn rein? Das ist die Frage. Jetzt Jan Kirchhoff, kein gutes Spiel gemacht. Ihm kommt Renato Augusto ins Spiel. Boateng
ein vor, zentral kann er nicht ganz, so ist er defensiv doch besser. Boateng geht ein zurück, also ein bisschen offensivere Variante jetzt. Ansprache, wenn die Vorgaben. Nee, warte mal. Wir machen das ganz anders. Wir gehen da auf die offensive Viererreihe. 4-4-2 im ganz offensiv ausgeprägten System. Weil wir ja unbedingt noch den Sieg auf jeden Fall haben wollen. Also logisch. Wir lassen uns hier nicht von Hoffmann Punkte abknöpfen. So, dann kommt es hier noch. Und wir bringen Niklas Bendtner, der Top-Joker. Für Philipp Hofmann. Auch wenn er nicht ganz in Form ist, aber Joker hat er eigentlich immer zugeschlagen in letzter Zeit. Niklas Bendtner. So, Leute, jetzt geht natürlich das Pressing mal höher. Einsatz ebenso. Moritz Lucevic kommt für Volland rein. Und ich sag voller Angriff. Also, mal eine Situation, die wir lange nicht mehr hatten. Rückstand. Und da ist das 2-2. Jawohl. Durch Klaassen Hüntelaar. 17. Saisontreffer. Ecke von Isco. Hüntelaar darf aus kürzester Distanz praktisch ungehindert einköpfen. Heute Tim Wiese bleibt auf der Linie kleben. Jawohl, Tim Wiese. Wieder zwei Gegentore geschluckt. Aber auch leider hat Hoffmann zwei gemacht. Morasch sah auch nicht so gut aus wie heute. Nächste Chance und prompt dreht man das Spiel. Schalke dreht einmal auf und Isco mit seinem 5. Saisontor. Der 3. Treffer für Schalke. Isco von rechts hat viel Platz und bringt den Ball in die Mitte. Wiese verschätzt sich fatal. Der Ball senkt sich über den Hoffenheimer Keeper, der wohl mit einer Flanke gerechnet hatte, ins Tor. Obwohl, ob das Absicht war von Isco, darf ich mal auch bezweifeln. Ne? So, wir bringen den nächsten Wechsel nochmal in der 80. Minute. Für Klaassen Hüntelaar kommt ja nochmal Ivica Olic in die Partie. Obwohl, eigentlich hätten wir einen Offensiven rausnehmen können, aber ist egal. So, 60 Punkte haben wir auf dem Konto momentan. Wiese kommt raus, fängt die Ecke sicher ab diesmal. Und jetzt unsere Entscheidung. Brav hat mit einer grenzwertigen Aktion gegen Hüntelaar direkt vor der Nase. Gelbe Karte fordern, ganz klar. Heute drehen wir mal ein bisschen auf. Von äußerst unsportlicher Weise lautstark eine gelbe Karte für Edson Bravheit, wird aber vom Schiri ignoriert. Ja gut, der Schiri ist sowieso nicht ganz dicht. So, Olic rein für Hüntelaar. Heute waren also alle Stürmer im Einsatz. Nochmal Hoffenheim, schönes Kombinationsspiel der TSG. Über verschiedene Stationen läuft der Ball über. Läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld, so meine ich das. Über Vucevic wird dann letztendlich von Isco vom Körpereinsatz gestoppt. Rosillo kommt jetzt rein für Nolic Nusona. Der Monitor geht wieder aus. Super. Passt dann wieder perfekt ins Bild. So, Leon Goretzka tankt auf der linken Seite durch, zieht dann in den Strafraum und sucht den Abschluss. Doch Keeper Tim Wiese pariert seinen Schuss. Und Rudi sieht die gelbe Karte. Er opfert sich hier für die Mannschaft und unterbricht den Angriff von Schalke. Ja, die hoffen vielleicht noch auf einen Punkt natürlich. Konzentration. Zweimalige Führung gegen den Herbstmeister für Hoffenheim. Und das Hinspiel haben sie hoch verloren. Jetzt hätten sie auf jeden Fall einen Punkt verdient. Ja, die spielen ja nicht schlecht, die Hoffenheimer. Aber nee, nicht gegen Hoffenheim. Da lassen wir uns nichts abknipsen hier. Gar nichts. Auch wenn es am Ende knapp wird. 18 Minuten sind rum. Da kommt nochmal eine Chance für Schalke. 88. Nochmal eine Landparade von Tim Wiese. Obwohl er an zwei Toren ja auch unglücklich aussah. Boateng sucht Bendtner, trifft den Ball nicht richtig. Cool, kommt trotzdem zu diesem, aber ja, am Ende regiert Tim Wiese glänzend. Und Hoffmann damit. Aha, Platz 14 jetzt wieder. Und ja, das war's. Ein gutes Spiel mit vielen Torszenen. 3-2 Sieg für Schalke. Haben uns, naja, gequält nicht, aber wir hatten es ein bisschen schwerer heute. Die Hoffenheimer haben es uns nicht leicht gemacht. Vor allem auswärts schwächeln wir so ein kleines bisschen der Zeit. Jetzt geht's aber hier nach in die Champions League rein und das wird ja genauso gut. Also, Leute. Bis dann.